Moin moin Leute, es ist Sunday Fun Day für die meisten, für mich auch, weil ich jetzt ins Beintraining gehen darf und nach dem Beintraining sogar noch Cardio machen werde oder ja, muss sogar. Das ist nicht so spaßig, aber egal. Ihr seht, seit ich auch die neue Frisur habe, bin ich Mr. Skinny Face geworden. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass ich mein Körperfett noch weiter sinkt, sondern einfach auch durch die Frisur. Ihr merkt schon, ich rede Dünnpfiff. Langsam werden die Calories so low, dass ich doch ein bisschen energetisch weiter unten bin, trotzdem voll motiviert. Wie gesagt, jetzt ins Beintraining. Ich habe vorher noch zwei Personal Trainings, das heißt, ich werde heute mein Beintraining mal beim Meridian Spa, da wo ich eigentlich immer zum Personal Training und Arbeiten nur bin, machen. Ist eigentlich so ein Wellness-Tempel fürs Beintraining überhaupt nicht geeignet. Aber da ich heute sowieso nicht so dolle drauf bin, werde ich das Beintraining auch wieder sehr Freestyle-mäßig halten. Filmen darf ich da glaube ich nicht. Ich habe das noch nicht mit Meridian noch nie geklärt. Flex habe ich da ja jetzt auch kurz abgefilmt. Ich werde das mal klären, ob man da filmen darf. Ja, wird jetzt kein riesen Squat, Deadlift, Workout, sondern eher Beinpresse, Ausfallschritte, so eine Geschichte. Also eher ein leichter Beintag. Und ich gucke mal, ob ich was filmen kann, was da los ist. Die Fitness-Tempel-Mitglieder sind da auch immer sehr, sehr penibel, wenn sie im Bild sind oder vermeintlich im Bild landen könnten. Deswegen, ich tue für euch mein Bestes. Ja. Erstmal ist 2 Stunden arbeiten, Beintraining, Cardio und dann denke ich wieder nur noch ans Essen. Also es ist wirklich so, hätte ich nicht gedacht, irgendwann, wenn die Calories low sind, ist man sehr aufs Essen fokussiert und freut sich auf jede Mahlzeit. So, Sweaty Leg Training ist done. Skinny Face, Alter. So, da seht ihr so die Ausmaße des Meridian Spas in Barmbek. Natürlich konnte ich nicht filmen, aber habt auch nichts Spannendes verpasst. Sind echt nur Cybex-Maschinen habe ich fast nur genutzt. Eine Hackenschmidt, eine ganz gute Wadenmaschine, aber habt ihr jetzt eh nicht gesehen, werdet ihr auch nicht sehen, ist auch egal. Jetzt gibt es das Post-Workout-Meal und ich habe keinen Bock zu kochen. Also essen wir auswärts. Ja, essen wir auswärts. Leute, ihr habt es gesehen, McDonald's, Wettkampf ist mir egal, ich muss jetzt reinfiesten, den ganzen McDonald's-Fraß, scheiß drauf, ganze Vorbereitung, jetzt wird reingefiestet, Big Macs etc. und so weiter und so fort, ja, ab in McDrive. Guten Tag, bitte Bestellung bitte. Geht gar nicht ohne Karte heute? Nee, aber Sie können hier im Restaurant bestellen. Okay, ja, dann muss ich rumfahren. Schade. Kann ich sein. Kann ich mit Karte zahlen hier? Da muss ich reingehen und mir den Stuff holen.
7 Big Macs hau ich mir jetzt alle rein. Nein, Freunde. Prank-Alarm. Das ist für Julia. Don't get me wrong. Ich könnte ja heute auch McDonald's essen, so ist das nicht. Ich werde heute sogar einen Refeed-Tag machen. Kein Cheat-Day oder irgendwas, 2 Wochen vorm Wettkampf. Ich werde meine Carbs heute mal testen, wie hoch ich da gehen kann. Das ist für Julia. Julia war gestern feiern auf der Reeperbahn und hat so ein bisschen Hangover. Und was gibt's Besseres als Hangover-Food als McDonald's? Sie liebt ihren McChicken. Und jetzt soll mir noch mal einer sagen, ich würde, keine Ahnung, nichts tun für meine Frau. Sagt sowieso keiner, aber das muss doch Liebe sein. Ja? In der Wettkampfvorbereitung, 2 Wochen vorher, jetzt diesen Duft sich zu geben. Ich hole das für sie, gar kein Thema. Dafür habe ich ihr die Diet Coke abgejabbert aus dem Mac-Menü. Ice cold. Nee, wenn ich Burger-Hunger habe, mache ich mir im Moment selbst halt einen Burger. Na, if it fits your macros, würde klappen, aber dann würde ich halt heute starving verhungern im Rest des Tages. Deswegen gibt's jetzt für Julia McDonald's und für mich, I don't know, vielleicht Auflauf. Mal sehen. Also keine Angst, Wettkampfvorbereitung läuft. High Carb Day. Let's get those carbs in. And die Speicher mal wieder ein bisschen aufladen. So, Papa hat gekocht. Und zwar, nee, gebacken hat er. Und zwar einen riesen Cookie. Der Cookie Dough Cookie ohne Chocolate. Aber er sieht schon so aus wie so ein schöner Cookie. Die meisten werden wissen, woraus es gemacht ist. Und zwar aus den Kichererbsen. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich so einen Teig gemacht habe, wo ich gesagt habe, das schmeckt auch wirklich nach Cookie Dough. So. Habe ich nur hingekriegt mit dem MyProtein Flavor System, dem Pulver, Cookies and Cream. Eine Dose Kichererbsen, 100 Gramm Magerquark habe ich noch dazu getan, 10 Gramm Peanut Butter, Prise Salz, ja, gesüßt mit dem Flavor. Und natürlich Backpulver. Dann Ofen für jetzt 20-25 Minuten. Sieht aus wie ein riesen Cookie. Ob er schmeckt, erzähle ich euch später. Jetzt mache ich nämlich gerade noch meinen Schupfnudelauflauf mit den Pfefferbeißern. Gerade angebraten, bisschen stark. Noch Brokkoli drin, Zucchini, Gurken, passierte Tomaten, Zwiebeln natürlich gewürzt. Da kommen jetzt nochmal 50 Gramm geriebener Käse drüber. Da liegt schon noch der Rest von Salat. Salat mache ich mir auch noch. Und dann gibt es heute als Nachtisch den Cookie. So, das gibt es jetzt alles noch zu essen. Den Auflauf. Salat mit Honey Balsamic Vinaigrette und der Riesencookie. Oh, duftet schon gut. Aber erstmal das hier. So. Do you see me? Do I even lift? I don't know. So. Freue mich, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Boah, wieso zoomt der denn jetzt? YouTube Skills oder auch nicht. Wenn ihr ein Däumchen da lasst, ein Abo da lasst, wenn noch nicht geschehen. Und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog.